So, der ewige Kampf der Menschheit zwischen Gut und Böse, zwischen richtig und falsch, zwischen Kaiser und Serinox geht in die nächste Runde, auch wenn du beim letzten Mal sehr hart verloren hast und es eigentlich klar sein sollte, wer der Bessere ist. Ich habe gewonnen beim letzten Mal. Nein, du hast Worms verloren. Und deswegen wird jetzt eine neue Entscheidung erforderlich in Guncraft, dem Minecraft-Quake-Mix-Shooter, der jetzt auf Steam verfügbar ist. Wir spielen Deathmatch. Ja, mach schon mal auf bereit. Wir spielen Deathmatch, 15 Minuten, aber maximal 30 Frags auf Abduction. Wir können Blöcke zerstören, aber wir haben nicht unendlich Ressourcen. Das wird lustig. Ich beginne mal das Spiel und. Bist du im Spiel? Ich bin im Spiel. Ich spiele. Welche Klasse spielst du denn? Ich würde sagen, spielen wir Random Klasse oder wählen wir eine aus? Wir wählen eine aus, würde ich sagen. Okay. Wehe, du bist jetzt Sniper, weil das wäre richtig assi. Und okay. Wie groß ist diese Karte? Also wie klein ist diese Karte? Eigentlich gar nicht mal so groß. Also Es bei... ist das Raumschiff und unten halt die Weide. Ich weiß nicht. Oh, okay. Dann bist du bestimmt draußen. Ja. Wie komme ich raus? Denn du den Aufzug suchst. Ich bin im 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 Aufzug? Aufzug? Du musst Was? Aufzug? ducken drücken, damit du runter schwebst. STRG links. Ich bin im Dings drinne. Im was? Im Schuppen. Ach so. Auf Q wechselt man übrigens Waffe, falls du es nicht. Wie komme ich da rein in den Schuppen? Also raus. Mit B wechselst du in den Baumodus und dann kurz mit Rechtsklick Blöcke entfernen. Oh, das macht natürlich Sinn. Okay. Ich hatte bisher noch keine Spiele gespielt, wo man bauen kann, während man spielt. Aber jetzt bin ich auch draußen. Okay, wo bist du? Ein riesiges Raumschiff, das ist ja geil. Und ein riesiger Turm. Also ich kann jetzt schnell was bauen, während du mich angreifst, aber macht natürlich keinen Sinn. Dieser grandiose Traktor ist geil, der hier steht. Bist du? Wow, ich wusste, Headshot. dass du Sniper bist. Das ist so assi. Das ist so assi. Das ist doch voll dumm, wenn du Sniper bist. Aber die Das ist Zuschauer wieder haben mal. Spaß. Das ist wieder mal sowas von Cheaten einfach nur. Das ist genauso wie beim letzten Battle. Deswegen gewinne ich auch immer. Weil du cheatest? Wie komme ich jetzt aus diesem fucking Ding raus? Ich weiß schon, wie ich rauskomme. Wenn du leert hast, gedrückt, jetzt gibt es einen Fallschirm. Ja, das weiß ich schon. Vor allem hängst du doch immer noch da. Wie kommst du überhaupt da oben drauf gekommen? Und du bist doch eh wieder woanders jetzt. Boah, das ist so hässlich. Komm raus! Komm, ey, ganz ehrlich. Ich fahr nicht da oben. Ja, du hast doch deine hässliche Sniper. Ich hole mir jetzt auch Weißt du, ich bin eine. vor deinen Augen, bin ich da runtergeschwebt am Fallschirm. Nicht ehrlich jetzt. Ja, natürlich, das kannst du schön auf meinem Video nachher sehen. Kaiser bestand ja darauf, dass wir beide aufnehmen. Jetzt ein schöner Videobeweis für dich. Ah, da hat's auch Vorteile. Ja, siehst du? Aber du hast dieses Spiel schon länger gespielt als ich, oder? Ich hab's einmal auf der Map gespielt. Ja, ich habe es nämlich noch nie gespielt auf der Map. Ey. Däh! Ja, wenn man ankündigt, wir machen ein Multiplayer-Battle, dann finde ich, sollte man schon mal ein bisschen geübt haben. Geübt haben. Ich Das bin Spiel zumindest Pro. mal angefangen. Ach ja, Ich MLG bin Pro. Pro. Ich bin mit meinen Pro-MLG-Skills bin ich so gut. Alter! Du hast noch 4 Lebenspunkte. Du willst mich verarschen? Echt? Oh, tatsächlich. Oder bin ich das? Hey! Das war jetzt ein Fail. Hat man das gehört auf der Aufnahme? Was?
Wer hat sein Handy wieder nicht ausgemacht? Also, ich hab's nicht gehört. Okay, das ist natürlich dann gut. Was? Ich hab dich verfehlt, willst du mich verarschen? Warum habe ich nur 4 Lebenspunkte? Alter! Ich habe auch nur 4. Warum? Wo hast du mich getötet? Ach nein, das sind nicht die Lebenspunkte, das sind meine Frags. Und die unteren sind deine okay. Frags. Das macht natürlich da, Sinn. Wo die Null steht, das ist deine Anzeige. Die sind normalerweise bei mir immer so hoch, dass ich dachte, das seien Lebenspunkte. Ach so. Vor allem, hörst du eigentlich, wenn ich auf die schieße? Ja. Also da habe ich meinen Sound vielleicht doch ein bisschen zu niedrig gestellt, weil ich höre nicht, ich habe den Einschuss nicht gehört. Ich glaube, ich habe auch Killstreaks. Ich habe zumindest keinen Achievement dafür bekommen. Jedenfalls weiß ich aber nicht, wie ich die einsetzen soll. Aber das werden wir auch nicht herausfinden, glaube ich, brauchen wir nicht. Ich glaube, du wirst mich vorher töten. Alter, sag mal. Ich werde gleich mal meine Sound ein bisschen hochdrehen müssen. Ey, es kann doch nicht. Habe ich dich bekommen? Ja. Okay. Also, das wäre jetzt aber auch ein bisschen absurd gewesen, wenn nicht. Ja. Ich habe meine Lautstärke mal ein bisschen höher gestellt. Okay. Vielleicht hört man deine Schüsse jetzt. Bei mir auf der Aufnahme. Also, das ist echt strange. Dann geht irgendwo was bei mir in der Nähe kaputt und ich weiß nicht warum. Warum geht vor allem was kaputt? Du musst kaputt gehen! Die, Motherfucker! Scheiße, meine Waffe ist leer. Ich habe ja keine Pistole, weil ich ein cooler Sniper bin. Ey, was hast du für eine? Ein Wurfhaken. Also ein. Ein Wurfhaken? Bist du Batman oder was? Wie kann ich mich sonst. Wie hätte ich mich sonst da oben festhalten können? Ich dachte, du hast gehackt. Nicht in dem. Ah, jetzt kriege ich es mit, dass du mich anschießt, immerhin. Und ich find's geil im Hintergrund, weil die ganze Zeit klingelt mein Handy. Oh! 15 Frags habe ich doch eigentlich eingestellt. Ne, 30 Frags. Verdammt, wo ist der Ausschalter? Da. Gut. So, mein Handy klingelt jetzt nicht mehr. 15 Minuten, 30 Frags, richtig. 30 Frags? Ja. Ja, das schaffen wir doch locker. Also du. Das kann doch nicht sein. Das ist unglaublich. Ich bin der bessere Spieler von uns, aber jedes Mal, dass wir ein Battle machen, machst du mich platt. So, was hast du mit dem armen Haus gemacht, ey? Ich hab's ein bisschen modernisiert. Ja. Ich meine, das braucht man, sonst krieg ich kein Geld. Für was? Bist du der Für Munition. Wenn man keine Munition mehr hat und dann nachladen will, dann braucht man Geld und damit man einen neuen Schuss bekommt. So, hast du dich echt intensiv mit dem Spiel vorher beschäftigt, gell? Ich hab's einmal auf einer kompletten Karte gespielt. Das Geile ist, jetzt kommt ja auch raus. Wir nehmen das auf, bevor wir den Test gemacht haben, bevor wir den First Looks gemacht haben. Das gehört einfach dazu. Ja! Oh. Das wechselt so schnell die Position, dass ich das Grape gekriegt habe. Ja, ist ein bisschen merkwürdig. Was ich merke, ist, wenn ich Ja schreie, dann tut es in euren Ohren weh. Das ist nicht ganz so gut. Was ich hässlich finde, dass du auf Mausrad nicht die Waffe wechseln kannst. Also an sich ist dieses Spiel sehr rustikal, muss ich sagen. Was die Controls und so angeht. Sehr, also, ich weiß nicht. Aber dieser Aspekt, man kann was bauen, ist irgendwie, ich weiß nicht. Also bauen würde ich nichts, aber abbauen. Naja, ich meine, in der Theorie kannst du halt unter deinem Gegner den Boden weghauen. Wo bist du? Also es gibt ja auch andere Waffen als Sniper. Ich meine, wir sollten vielleicht auch mal andere Waffen als Sniper nehmen, weil das uns ein bisschen langweilig für unsere Zuschauer ist. Aber eigentlich kann man auch voll sneaky sein und halt einfach, au. Ach ja, zum Beispiel Schrotflinte, ja? Ja. Zum Beispiel. Okay, Wo bist du? Man kann die Klasse nicht wechseln, während man am Leben ist, richtig? Nein. Das geht nur, wenn man stirbt. Oh Gott, du hängst doch jetzt irgendwo. Das ist das, du greifst bei Shootern einfach nie an. Du wartest einfach und dann... Wie lächerlich scheiße ist die Shotgun denn? Oder ich bin einfach nur besser mit der Pistole. Wer weiß.
Ey, du musst nur mit Pistole in der Hand rennen, das sieht so absurd aus. Von wo schießt du? Von wo schießt du? Ich wurde von irgendwo beschossen. Ich glaube, ich bin langsam verrückt. Nein, die Waffe war leer. Scheiße. Und wir haben auch nur noch 5 Minuten, glaube ich, oder? Ja. Also die 30 Frags schaffen wir nicht mehr, aber... Ja, es wird knapp außerdem für uns. Wow. Ich glaube, ich sollte auch auf die Assault gehen. Wo bist du? Wo bist du? Siehst du mich nicht? Ich habe gerade geschossen. Ah, hast du gar nicht. Lüg nicht. Doch. Ich habe die Wand eingeschossen, damit ich da rein kann. Ah, scheiß die Wand an. Weißt du, was ich das Gefühl habe, wenn ich diese ganzen Grafiken sehe rechts? Sieht es so aus, als wäre das noch nicht ganz fertig, das Spiel. Aber, ich meine, das ist der Style, also von daher... Im Raumschiff spawnen ist auch irgendwie dumm, oder? Ja, weil du runter musst und, naja, ich meine mal so. Nö, ich ach, nee, muss ich ja gar nicht, ich habe mehr Kills als du. Oh, das ist aber assi. Ja, nee, mich hier die ganze Zeit spawn campen, aber... Vor allem hochkommen dauert so lange. Das ist doch voll assi. Da merkt man, das sind diese minderen Taktiken, die von dir gespielt werden, anstatt sich der Gefahr ins Auge zu geben. Diese guten Taktiken, also... In it to win it, Kaiser, in it to win it. Ich cheat ja nicht, immerhin. Im Gegensatz zu dir. Ja, mir ist auch gerade jetzt aufgefallen, dass es ein Radar gibt, also... Echt, funktioniert das? Ich dachte, das funktioniert nicht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal, es funktioniert. Aber ich habe das Gefühl, ich sehe dich da drauf. Weißt du, was mein Problem ist? Ha? Ich wusste nicht, wo der... Das ist doch so lächerlich. Du hast die ganze Zeit auf mich geschossen, aber kein einziges Mal getroffen. Hey, was ist das für eine Waffe? Was meine? Ja. Leichtes Maschinengewehr. Wo hast du geschossen? Die ist schon irgendwie dumm, oder? Warum? Ah, wo hast du geschossen? Hilfe! Wo schießt du? Alter, warum ist das Schwunggewehr so ungenau? Ah! Ach man, da. Hässlich. Das leichte Maschinengewehr ist ganz cool eigentlich, aber weiß nicht. Ich finde die immer irgendwie blöd. So lasch. Lasch? Die haben eine höhere Durchschlagskraft als ein Assault-Gewehr. Warum? Weil sie ein besseres Kaliber haben. Keine Ahnung, ich kenne mich mit Waffen nicht aus. Aber mit Panzern. Ja, mit Panzern auch Mit Panzern auch nicht. Ich habe auch bei meinem Payday 2 First Looks die Waffe falsch benannt. Das war keine M4, glaube ich. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Also ich weiß nicht, dieses Spiel. Weißt du, ich habe immer das Gefühl, lol, du bist ein Wichser. Das ist unglaublich. Ich habe immer das Gefühl, man spielt eine Minecraft Gun Mod, wenn man das spielt. Hey, du warst doch eben noch hier, wo bist du? Ich bin verwirrt. Wir haben noch 2 Minuten. Das schaffe ich niemals. Wer weiß. Also ich bin in der Scheune. Hörst du die ambiente Musik? Ja, Mann. Die ist jetzt gerade voll, voll mega krass, die Musik. Aber ich werde eh andere Musik drüber schneiden, die noch krasser ist. Man kommt nicht in diese fucking Scheune rein. So. Nicht in der Scheune. Jetzt bin ich natürlich schon wieder draußen. Ich sag dir ja einfach meine Position und bleib dann da. Wo bist du? Wo bist du? Ich will dich abknallen. Ich bin am Haus. Da war ich eigentlich auch gerade. Du bist irgendwo im Raumschiff und campst einfach nur. Quatsch.
bin. Die Musik ist echt 20 Sekunden, 10, 20, 50 Sekunden noch. Auf, zeige dich, du Coward. Da warst du. Ich komme nicht mehr raus. Ach doch, jetzt. Ja, aber nur noch tot. Auf, noch viermal musst du dich zeigen in 20 Sekunden. Tja. Spring aus dem Fall. Ich habe genug Zeit. Ich habe genug Zeit geschindet. Wo bist du? Komm, spring runter. Ich bin nicht im Raumschiff gespawnt. Nein! Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. 5, 4, 3, 1. Nein! Sieg! Und ein weiteres Mal hat sich wieder mal gezeigt, dass du aus irgendeinem Grund immer fucking gewinnst. Ja, weil ich geil bin. Das war doch eine gute Partie. Ne? Außer dass du natürlich wie bitter gekämpft hast und dich kein einziges Mal wirklich der Gefahr gestellt hast. Ich war die ganze Zeit bei dir auf dem Boden da. Also vielleicht ein bisschen unter dem Boden. Ich hab Block. Du kannst von Glück reden, dass wir dieses Mal nicht nebeneinander sitzen, kann ich da nur sagen. Ja, weil dann hättest du gesehen, was ich gemacht habe. Aber das siehst du ja in der Nachbearbeitung. Das seht ihr allerdings im Video und wir spielen jetzt noch ein Spiel, allerdings nicht Guncraft, und welches das ist, werdet ihr beim nächsten Multiplayer-Battle sehen, und bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.